aufstehen kannst. Komm, Mutti, komm. Heute Morgen beim Melken, das war wie immer für mich bei Abschieden halt schwierig, weil man dann weiß, okay, es wird ab jetzt nie wieder so sein. Unser kompletter Tag wird sich jetzt halt von heute auf morgen verändern. Aber manchmal ist das so im Leben und ich denke, bei uns, ja, soll jetzt halt einfach so sein. Es ist okay. Mein Opa hatte schon Milchkühe, mein Uropa hatte Milchkühe. Ja, schon das Ende von einer Ära. Ich habe viele jetzt vermittelt an Bauern, dem ich vertraue. Die, wo mein Herz wirklich dranhängt, die bleiben hier. Na, und ein Grund, warum die Kühe gehen, ist ja auch der Futtermangel wegen der Dürre. Und deswegen kann ich nicht alle Tiere durchfüttern, das geht einfach nicht. Und ich kann nicht alle behalten. Ich habe so viele behalten, wie jetzt ging. Es ist komisch, aber es ist okay. Die Milchviehhaltung ist jetzt gerade in den letzten Jahren ein sehr unrentables Geschäft geworden, weil man hat jetzt extrem viel höhere Kosten. Der Diesel ist teurer geworden, also die Produktionskosten an sich sind gerade in diesem Jahr extrem gestiegen, während im Biobereich der Erzeugerpreis, wenn den man für die Milch bekommt, halt quasi gar nicht gestiegen ist. Und das schmerzt natürlich. Und dann so Investitionen, die wir jetzt einfach bräuchten, wie einen neuen Melkstand, ein neues Fressgitter, einen neuen Fußboden im Stall, das ist natürlich auch exorbitant teurer geworden. Und das in Kombination mit dem hohen Arbeitsaufwand, den Milchviehhaltung einfach mit sich bringt, hat für uns ganz klar den Entschluss vorangetrieben, dass die Milchproduktion den Hof verlassen muss. Aber das Problem ist auf fast allen Betrieben und es ist fast überall akut. Man muss halt aktiv die Entscheidung für oder gegen die Milchviehhaltung treffen. Ich halte die Situation in der Landwirtschaft in Deutschland im Moment für extrem problematisch, weil viele Regeln oder Auflagen getroffen werden, die einfach auch oft nicht umsetzbar sind für die Höfe oder die Landwirte und Landwirtinnen. Also ich hätte gerne ein Konzept, wo Bauern nicht am Tropf von Subventionen und Zahlungen der Politik hängen, sondern tatsächlich von ihrer Produktion leben können. Das geht für mich schon in der Bildung der Verbraucher und Verbraucherinnen los. Was wir ja hier auch machen, dass sie früh lernen, was steckt eigentlich hinter den Lebensmitteln und warum ist ein Lebensmittel wertvoll. Das hier sind die männlichen Kälber von den Milchkühen. Und die bleiben hier zur Mast. Und das Fleisch wird dann bei uns direkt über den Hofladen verkauft. Weil die hier nicht so hohe Futteransprüche haben wie die Milchkühe. Und einfach nicht so arbeitsintensiv ist. Man hat nebenher Zeit noch für andere Dinge. Man muss ja nicht zweimal am Tag melken. Frieda liebe ich abgöttisch. Die war nämlich als Kalb nur 10 Kilo schwer. Dann hat sie sich ins Leben gekämpft. Und jetzt ist sie mein Haustier. Eine Mucki. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das letzte Melken so schwer fällt. Und ich glaube, dass es okay sein wird, aber dass es, glaube ich, eine größere Einwirkung hat, als wir uns jetzt schon vorstellen können. Es ist mir wichtig, den Hof an sich zu halten und die Landwirtschaft hier zu halten. Und wenn das der Weg dahin ist, dann denke ich, würde das auch für alle meine Vorfahren völlig in Ordnung sein. Es ist aber okay, weil ich weiß, dass sie an einen guten Ort kommen jetzt. Und daher ist das schon in Ordnung, aber es ist schon ein komisches Gefühl. Ja. Schon ein seltsames Gefühl. Ja. Unser Hof ist schon lange ein Lernort und das wollen wir halt noch erweitern. Wir haben hier einen eigenen Kindergarten auf dem Hof, wo ich auch als Erzieherin angestellt bin. Dann haben wir eine Direktvermarktung mit Mastrindern, also 60 Mastrinder sind das, die wir auch behalten. Dann haben wir Legehennen, so wollen wir halt viele vielfältige Betriebszweige aufbauen, die den Betrieb tragen können.
und dann kommt hier noch eine große Gärtnerei hin, hier vorne. Die ist am Anfang jetzt 2.500 Quadratmeter groß und wir wollen daraus 100 Haushalte versorgen. Das ist eine solidarische Gärtnerei. Ich bin mir sicher, dass das in der Zukunft eine lokale, gute Alternative zum Supermarkt ist, um sich auch als Hof über Wasser zu halten und um an regionale Lebensmittel zu kommen.